Ja, hallo, willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4 mit Brandenburg. Und ich habe gerade gesehen, Polen ist im Krieg mit Moskowi. Das ist super für uns. Dadurch reiben die sich ein bisschen auf. Und Moskowi dürfte noch zu schwach sein, um Polen platt zu machen eigentlich. Das ist das Dumme. Wer ist denn da Angreifer und wer ist Verteidiger? Moskowi hat angegriffen, okay. Das ist wirklich sehr mutig. Das ist wirklich sehr mutig, ja. Und das sieht so aus, als würde Moskowi hier... Ja, es ist noch ausgeglichen. Es ist noch ausgeglichen. Man kann auch keine Aussage treffen. Nicht wirklich. Doof ist nur, dass ich jetzt keinen Polen nicht reinrufen kann in den Krieg. Und ich habe ja keine wertvollen Verbündeten mehr. Schaut euch das an. Ich bin mit Österreich verheiratet, aber Österreich mag mich ja nicht. Na, wobei mittlerweile geht es wieder einigermaßen. Vielleicht kriege ich noch ein Bündnis mit Österreich hin. Das wäre schon wichtig. Das wäre schon wichtig. So, wo sind die wertvollen Provinzen? Moravia wäre toll, wenn ich Moravia hätte. Gut, Claim auf Moravia ist gemacht. Dann kommt jetzt mal Improved Relations mit Österreich. Stellen wir uns mit dem Kaiser gut. Dann arbeitet der Kaiser für uns, ist es auch gut. So, mit Magdeburg. Da hätten wir das erledigt. Wir könnten den Krieg erklären, jawohl. Wir bräuchten eben einfach nur noch ein Bündnis mit Österreich. Meine Army Strength macht denen Sorge. Dann werde ich mal aufrüsten. Und zwar richtig. Da gehen wir jetzt mal richtig fett auf Armee. Ich habe ja eigentlich schon ein bisschen wieder meine Armee aufgestockt, aber es stimmt schon, also als Brandenburg, dass hier den Großteil von Schlesien besitzt, brauchen wir eigentlich noch eine größere Armee. Das ist sonst nicht unserer Macht gemäß. So, die Army Strength dürfte jetzt weniger ein Problem darstellen, ja, schon 5 Punkte besser an dem Punkt. Die Opinion ist ganz gut, die Diplomatic Reputation hilft uns, die Royal Marriage hilft uns. Wir kommen langsam ran. Jetzt fragen wir sie noch nach militärischem Zugang. Vielleicht gewinnt dann der Trust ein bisschen hinzu. Mal sehen. Oh, die Army Strength wird wieder schlechter. 10 päpstlicher Einfluss ist nicht schlecht. Wie groß darf unsere Armee denn sein? 12, 13, ja, größer geht's leider nicht mehr. Größer geht's leider nicht mehr, Österreich. Du musst uns schon mögen. Aber wir würden mit dir zusammen Böhmen platt machen. Hast du da nicht Lust drauf, Österreich? Komm schon, das wäre doch irgendwie gut. Oh, jetzt bekommt Polen eine Rebellion und stockt aber auch gerade seine Truppen auf. Vielleicht schafft Moskowi das. Ich wäre ja für Moskowi. Das würde mich ja schon freuen, wenn Moskowi das hier schaffen würde. So, wir sind jetzt auch administrativ fortschrittlicher geworden. Wenn wir mal auf den Technologie-Screen schauen, sind wir ganz vorne mit dabei. Nur die niederländischen Provinzen sind besser. Und wir können uns interessanterweise unsere Armee leisten. Obwohl wir einen Berater drin haben für die Diplo Reputation. Gut. Schöne Sache. Wenn ich Kaiser wäre, könnte ich jetzt noch Bestow Imperial Grace machen. Das heißt, ich könnte meine Beziehungen drastisch verbessern mit Österreich, indem ich eine imperiale Autorität opfere. Das wäre nicht so das Problem, aber hier gibt es gerade einen Neutral Attitude towards Brandenburg. Warum denn? Ach Gott. Österreich, kommt schon. Ich brauche euch. Ich schaffe alleine mit Sachsen nicht Böhmen. Und Polen ist außer Gefecht. Für lange Zeit. Naja, aber die wollen nicht. Wir behalten mal unseren Diplomaten. Nee, mit Geld können wir die nicht bestechen. Da haben wir nicht genug für. Und die sind zu reich. Ah, Gott. Ja, Frieden mit dem Deutschen Orden dauert noch lange. Wie sieht es aus mit unserem Mecklenburger Krieg? Können wir auch nicht führen. Weil Polen außer Gefecht ist. Und wir haben ja gar kein Bündnis mehr. Doch, wir haben noch ein Bündnis mit Polen. Die haben uns nicht reingerufen gegen Moskowi.
Was ja nett von ihnen ist. Immerhin. Oh, das hier ist gut. Da mögen mich alle mehr, nur leider nicht Österreich. Trotzdem, kleiner Schub in der Beziehung ist doch nie schlecht. Ja, Österreich wird sich richtig was von... Oh, Spanien ist Kaiser geworden. Österreich wird sich richtig was von Venedig holen können. Gut ist, dass sie Burgund nicht geerbt haben bisher. Es kann aber leider noch passieren. Also bis zum Jahr 1500 kann das passieren. Und England führt Krieg gegen Schottland und Frankreich. Uiuiui. Das ist wahrscheinlich eine schottische Sache, ne? Ja, Scottish... Oh, Schottland hat sogar angegriffen. Krass. Okay, ja. Also ich behalte auch immer ganz gerne die Welt im Auge und das, was so passiert. Deswegen kommentiere ich diese Sachen. So, hier. Brescia ist an Mailand gegeben. Brescia war eine Provinz, die wieder ins Reich musste. Also die war unrechtmäßig sozusagen. Die wurde wieder zurückgegeben an den rechtmäßigen Besitzer, nämlich Mailand. Aquileia wurde freigelassen. Und Österreich hat sich gar nichts geholt. Ja. Venedig hat nur noch seine Vasallen Korfu und Naxos verloren, aber das ist ja nur gut für die Osmanen. Ihr seht es, die Osmanen haben schon Konstantinopel erobert. Oh, Pommern kämpft gegen den Deutschen Orden. Das ist jetzt mal interessant. Pommern gegen den Deutschen Orden, Mecklenburg und Ungarn. Und Dänemark hilft aber. Das ist mal cool. Das ist gut für uns. Machen wir noch einen Claim auf Pommern, für den Fall, dass Pommern den Krieg verliert, damit wir noch was abbekommen. Wir brechen mal kurz unsere Improved Relations ab. Denn ich glaube, wir können uns mit Köln oder Trier wieder verbinden. Köln hat seine Provinzen schon verloren, Trier nicht. Also nehmen wir Trier, weil Trier stärker ist jetzt momentan. Ja, machen wir Trier. Wählen würden die mich trotzdem nicht. Bisher. Aber es schadet ja schon mal nicht. So, und Mecklenburg dürfte diesen Krieg verlieren. Oh, wir würden dann auch gegen Lübeck kämpfen. Und gegen den Deutschen Orden, das wäre natürlich sehr cool. Ach ja. Ich möchte aber noch nicht in den Krieg eingreifen. Weil ich mir noch die Option offen halten möchte, jetzt endlich das Bündnis mit Österreich zu bekommen. Um dann gegen Böhmen vorgehen zu können über Magdeburg, indem ich Magdeburg den Krieg erkläre. Aber das wird wohl nichts. So, jetzt können wir den Claim auf Pommern machen. Na, die holen sich jetzt Neumark wahrscheinlich. Eieiei. Oder? Ja, die haben da zumindest keinen Claim drauf, aber sie werden sich's wahrscheinlich trotzdem holen. So wie ich Pommern kenne. Ja, wir haben jetzt trotzdem keine Wahl. Wir erklären mal den Krieg. Und holen uns Wismar. Ja, super. Und wir werden sofort in die Schlacht verwickelt, oder? Oh Gott. Raus, raus, raus. Weg, weg, weg. Ich habe so ein Pech gerade. Es ist nicht zu glauben. Da vorne sind wieder Feinde. Aber nicht von mir. Okay, gut. So, Sachsen kriegt jetzt auf die Mütze. Ordentlich. Zwar richtig, ja. Kann Dänemark da nicht mal aufräumen für uns?
Dänemark ist doch auch im Krieg gegen die Lübecker und so. Ne, Lübeck nicht, aber gegen Mecklenburg und den Teutonischen Orden. Jawohl, jawohl, jawohl. Neumark ist frei, das heißt, wir können uns Neumark holen. Wir haben Neumark. Und da gehen wir jetzt nicht mehr weg. So, jetzt wurde da ordentlich was reingehauen. Ich glaube, wir kriegen Wismar. Nein, wir kriegen Wismar nicht. Pommern holt sich gerade Wismar. Ah, Pommern hat Frieden gemacht. Mit Mecklenburg zum Glück nur. Zum Glück nur mit Mecklenburg. Uff, Leute. Uff. Ansonsten wäre das jetzt eine kleine Katastrophe gewesen. Boah, hier geht's ab. Wir haben Wismar schon gewonnen. Krass, das ging schnell. Okay. Also wichtig ist, dass wir Neumark halten. Lübeck erobern wir gerade. Ja, und Pommern geht richtig ab. Die sind eben mit Dänemark verbündet. Und Dänemark hat noch Kontrolle über Schweden und Norwegen. Das kann sich ändern, wenn das Liberty Desire, also der Freiheitswunsch bei Schweden zunimmt. Aber momentan ist es noch so... Eieiei, ja. Danzig wird wahrscheinlich in Pommersche Hand fallen. Was gar nicht so schlimm ist, dann kriegt es nämlich nicht Polen. Ach ja, hat Moskowi eigentlich was bekommen? Ja, Moskowi hat was bekommen im Krieg. Nämlich Smolensk, Polotsk und Witebsk. Gar nicht schlecht, Moskowi. Ey, sehr gut. Moskowi haut ganz schön rein. Das wird ein starkes Russland. Unser Frieden mit Böhmen ist zu Ende. Mag Österreich uns eigentlich? Nö, die mögen uns immer noch nicht genug. Dann mögen wir euch auch nicht. Blöde Österreicher. Oh, wir könnten einen super General bekommen. Mit 100 Traditionen würden aber 25 Prestige und 25 Legitimität verlieren. Das wären krass schlecht. Ah, ich überlege gerade wirklich. Werden wir gegen große Gegnerkrieg führen in nächster Zeit? Wenn, dann halt nur gegen Böhmen. Würde uns denn Polen gegen Böhmen helfen? Naja, an sich würden sie es schon tun. Also ehrlich gesagt verzichte ich jetzt auf den General, auch wenn mir das im Herzen wehtut. Denn eigentlich ist sowas die Chance überhaupt, so ein guter General. Aber ich habe keine Lust, so ins Minus-Prestige zu kommen und Minus-Legitimität. Wobei... Ah Leute, wir machen das jetzt. Wir holen uns den Super-General. Ah, der ist schon ordentlich gut. Gar keine Frage. So, jetzt gibt's Frieden. Pommern hat sich Danzig geholt. Wir müssen jetzt schnell Lübeck ausschalten. Haben wir geschafft. Und jetzt gehen wir mit dem... Jetzt ist der Supergeneral nämlich wichtig, damit wir nämlich den Teutonischen Orden hier klein kriegen. Wie viel Aggressive Expansion haben wir? Wir haben gar keine mehr. Dann können wir uns Lübeck reinziehen, glaube ich. Dann können wir die Chance nutzen und Lübeck holen. Es sei denn, Dänemark hat einen Claim drauf. Nein, Dänemark hat keinen Claim drauf. Ich kann Lübeck nicht fordern, weil ich es nicht zum Kern machen kann. Kann ich Lübeck vasalisieren? Das wäre natürlich super. Ist Lübeck denn eine freie Reichsstadt? Nein, Lübeck ist keine freie Reichsstadt. Das heißt, vasalisieren gibt auch keinen so großen Malus. Ja, das wäre super. Hey, jawoll. Nice. Also Lübeck als Vasall ist nicht schlecht. Okay, dann haben wir schon mal einen Vasallen. Das war Lübeck. Jetzt kümmern wir uns noch um den Vasallen. Du bist bitte ein defensiver Vasall. Und wir müssen natürlich die Beziehungen zu dir verbessern. Gar keine Frage, das sehe ich ein. So, die Marienburg wird jetzt belagert werden von uns. Wir verbessern unsere Beziehungen mal. Verbessern sie nochmal mit Österreich auf ein Maximum. Wie sieht es mit der Aggressive Expansion aus? Ja, da haben wir jetzt schon ordentlich was, 29. Mal sehen, ob wir uns Mecklenburg und Neumark holen können. Werden wir dann sehen.
Eigentlich würde ich mir ja auch gerne hier Königsberg und so weiter holen, aber man kann sich nicht alles auf einmal gönnen. Also Leute, dann, ich weiß nicht, ja, ich glaube, wir können noch ein bisschen spielen, bis wir die 20 Minuten voll haben. Ich sollte mir wirklich mal eine Uhr hier hinstellen, das wäre gar nicht so schlecht. Ja, aber ihr seht es, ich habe mir vorgenommen, kein einziges Mal neu zu laden. Man kann ja eigentlich neu laden. Ja, unser Erbe ist tot, perfekt. Wenn jetzt unser Herrscher nicht stirbt, dann ist das perfekt, ansonsten ist das katastrophal. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich es so mache, dass ich kein einziges Mal neu lade und dass ich es einfach durchspiele. Ansonsten hätte ich hier schon ein paar Mal neu geladen, den Fehler mit Braunschweig am Anfang nicht gemacht, hätte separat Frieden mit dem Teutonischen Orden vorhin gemacht, aber ich möchte das wirklich ordentlich durchspielen, wie im Iron Mode letztlich. Und das ist natürlich dann vom Resultat schlechter, gar keine Frage, aber es ist es mir wert. So, gehen wir schon ins nächste Level? Ne, wir brauchen die administrative Power womöglich noch. Wir warten mal. Wir brauchen jetzt kein Level up. So, die Marienburg gehört uns. Jetzt wird Königsberg belagert, die Hauptstadt. Wir holen uns noch schnell Kulm. Und mit dem Supergeneral machen wir hier natürlich hier im Ärmland auch alles platt. Ja, der General ist schon gut. 3-4-3-2. Das ist ziemlich gut. Man könnte natürlich auch einen 6er Schock-General bekommen. Also einer, der 6 Punkte bei Schock hat. Das wäre noch besser jetzt. Aber so kann der wenigstens ganz ordentlich belagern und ist in allen Punkten ordentlich. Also, oder beziehungsweise natürlich eigentlich sehr gut. Also nicht nur ordentlich. Ganz wichtig, dass die Beziehungen zu Lübeck besser werden. In Glogau, was können die denn? Na, die haben keine gute Produktionssachen. Da machen wir Tax. Ja, wir machen Tax. Base Tax höher. Gut, gut, gut. Ja, wir kriegen das schon hin. Sieht gut aus. Gleich haben wir Königsberg. Und wenn wir die Hauptstadt haben, können wir eh genug fördern. Ach, eigentlich können wir auch jetzt schon fast Frieden machen, oder? Wir werden ja sowieso nichts anderes fordern. Ich kann auch nicht humiliaten. Ich möchte humiliaten. Tatsächlich, das möchte ich. Königsberg haben wir. Können wir jetzt Frieden machen mit dem Deutschen Orden? Ja, humiliate und alles ist drin. Ja, das gibt uns nicht so viel Aggressive Expansion. Es gibt uns welche, aber es ist okay. Wir können kein Geld fordern. Bisschen was können wir fordern. 9 Dukaten, besser als nichts. Ja, und dann machen wir jetzt Frieden, würde ich sagen. Wie viel aggressive Expansion haben wir? 23, 38, 38. Ist da Wismar noch drin oder nicht? Können wir da Wismar noch holen? Conquer Ratibor. Schöne Mission, machen wir. Wismar, wie viel aggressive Expansion? Ja, da wären wir dann bei einer Koalition gegen uns. Da warten wir also einfach noch ein bisschen. Wir warten ein Jahr, dann kriegen wir keine Koalition gegen uns. Denn damit eine Koalition gegründet werden kann, braucht auch jemand 50 aggressive Expansion gegen uns. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns ordentlich ausgebreitet. Wir haben Lübeck als... wir haben Neumark bekommen, wir haben Lübeck vassalisiert und das ist sehr gut. Lübeck zu vassalisieren ist sehr gut, weil wir auch die Trade Power dadurch bekommen. Und wir können dann gleich Mecklenburg holen in einem Jahr. Also, es geht voran. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer General Pilofas.